Meiner Rechten, erster Aufruf, rote Ecke. Der Mann verfügt über ein traumhaft schönes Stand-up. Flink, schnell, hart, tückisch, wenn es sein muss. Und damit ist noch nicht alles gesagt. Er vertritt die Allstars, seine Heimat Hamburg, Deutschland, in seiner Ecke. Mehmet Yüksel, was für eine hervorragende Vorbereitung spricht. Ihr Applaus für den Mann zu meiner Rechten, Armin Cercaoui. Ladies and Gentlemen, zu meiner Linken. Er vertritt das renommierte Team Planet Eater und er vertritt es zu Recht. In seiner Ecke Peter Sobotta, Chefstratege, einer der geachtetsten Kämpfer hier in Deutschland. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ausgestattet mit einem Boxen wie ein Präzisionsschütze, der Mann zu meiner Linken, Paul Goethe! Ladies and Gentlemen, großer Kampf, Armin Cercaoui und Paul Goethe. Herr Gonzo hat es richtig gesagt, Paul Goethe, hervorragender Boxer, sehr, sehr technisch, sehr, sehr versiert, flink auf den Beinen. Second Sound, Betreuer aus dem Ring, Second Sound, please. Das dürfte ein spannendes Duell werden. Ring frei zur ersten Runde, First Round. Cercaoui und Goethe. Ja, mal sehen, ob beide sich auf ihre Bodenfähigkeiten verlassen oder es tatsächlich im Stand krachen lassen. Beide starke Allrounder. Wir sehen hier Reichweitenvorteile für Cercaoui. Ja, und direkt lange Hände von Goethe. Harte Hände. Oh, da fängt sie eine Rechte, geht zu Boden. Hand. Und Cercaoui springt in den Rücken hinein. Geht direkt auf eine Submission. Versucht da den Rear Naked Choke einzuhaken. Wird gut verteidigt bislang von Goethe. Ja, und Goethe muss immer noch hier das abschütteln, dass er gerade angeklingelt wurde. Aber geht sofort hinterher. Stark. Beide gehen hier gleich stark heran. Ja, Goethe hat den Fehler gemacht, dass er dann ein bisschen übermütig reingegangen ist, sich direkt den Konter gefangen hat. Ich denke mal, daraus wird er jetzt gelernt haben. Schön. Superman-Punch. Bisschen vorsichtiger zu Werke gehen. Schön zum Körper. Spinning Backkick zum Körper. Cercaoui fragt, ob das alles ist. Wow. Unterhaltsam. Oh, Goethe. Starkes Boxen von Goethe. Sehr aggressives Boxen. Cercaoui lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Geht nach vorne, nimmt die Schläge. Ja, Cercaoui hat die längeren Hände. Aber setzt sie nicht ein. Verharrt hier quasi. Oh, fängt sich hier auch eine. Oh, und Goethe nochmal hier. Und Cercaoui sieht hier angeschlagen aus. Hat sich da hinter der Doppeldeckung verschanzt. Jetzt haben beide Kämpfer hier einen Knockdown erzielt. Jetzt sind wir quasi wieder bei Null gelandet. Und das Spinning Backkick. Wow, sehr sehenswerter Kampf bisher. Cercaoui nimmt hier viel, aber scheint das hier ganz gut wegzustecken. Wow, Spinning Backfist. Wow, Goethe holt hier wirklich das ganze Repertoire an fancy Schlägen heraus. Spinning ja, Backfist. Meidet vor allem auch den Konterhaken von Cercaoui. Das hat er sehr, sehr gut gesehen. High Kick tut ihm nicht weh. Also scheint hier langsam seinen Rhythmus zu finden. Und Goethe die ganze Zeit zwar im Rückwärtsgang, aber landet die Treffer. Bin gespannt, was Cercaoui jetzt in der zweiten Hälfte der ersten Runde abfeuert. Scheint auch nicht besonders müde zu sein. Oh, starker Low Kick, der Goethe ja quasi auf den Boden bringt. Ja, und Cercaoui verschwendet hier keine Zeit, geht sofort hinterher. Ist jetzt hier in der Side Control. Ja. Dominante Position für den Hamburger. Ja, Goethe sieht sich jetzt hier in der Unterlage und viel Druck hier ist. Mit dem Rücken auch zum Käfig. Er ja, muss versuchen, sich hier die Guard zurückzuerarbeiten. Also das Knie da durchzudrücken, das linke. Aber Cercaoui scheint da bislang noch sehr, sehr gut zu sperren, da keine Lücke zu lassen für das Knie. Und stört Goethe da immer wieder mit diesen kurzen Schlägen. Steigt hier in die Mount-Position. Stark. Jetzt wird es natürlich brandgefährlich hier für Paul Goethe. Ja, der hält sich fest. Das ist auch das Richtige in dieser Situation hier, dass Cercaoui keine Distanz kreieren kann, um Schläge niederregnen zu lassen. Ja, sobald der sich hier aufrichtet, wird es richtig gefährlich. 2 Minuten noch auf der Uhr, jede Menge Zeit zu arbeiten für Cercaoui. Da richtet er sich auf. Und jetzt holt er sich langsam den Rücken. Goethe muss hier aufpassen. Arm und Kopf waren jetzt gerade kurzzeitig in einer gefährlichen Position. Cercaoui.
Gute Kontrolle von Chakaoui. Ja, was Paul Götte sehr, sehr gut macht von unten ist, er bewegt sich sehr, sehr viel. Dadurch kann Chakaoui jetzt nicht allzu viel schlagen, auch wenn das jetzt hier gerade ein bisschen anders aussieht. Was er jetzt macht, ist allerdings falsch, nämlich den Rücken preisgeben. Ja, und in der Body Triangle und Chakaoui kann den Würger ansetzen. Und der Würger sitzt tief. Der sitzt wirklich tief, ja. Der sitzt wirklich tief. Und er hat getappt ab. Boah, starkes Comeback. Chakaoui sehr stark gemacht. Sehr stark gemacht. Bittere Niederlage für Paul Götte. Es war der Kardinalsfehler, dem Gegner den Rücken preiszugeben. Das hat sich der Hamburger hier natürlich nicht zweimal sagen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, 5-Sterne-Stand-Up, ich hab's versprochen und die Jungs haben's gehalten. 70 Kilo und schlagen wie die Schwergewichtler, alle beide. Nach 3 Minuten 44 Referee Stoppage, Grund dafür ein Rear Naked Choke. Der Sieg geht an Armin Chakaoui.